Willkommen, meine Tribute von Hirule. Ja, auf diesem Feld, da bin ich derzeit am liebsten unterwegs, weil ich hier irgendwie die schönsten Funde derzeitig mache. Und ja, wie ihr sehen könnt, es ist hier auch nichts eingesät oder sonstiges. Das heißt, ich kann hier richtig durchdrehen und so viel sonneln, bis die Spule zum Glühen gebracht wird. Und ich würde sagen, gar nicht so viel schnacken jetzt am Anfang. Ich bin heute ganz allein unterwegs, weil Emily, die wird hier sonst mal wieder wie Sau aussehen und auf Baden haben wir heute keine Lust. Also würde ich sagen, somit sehen wir uns jetzt einfach beim nächsten Fund. Wünschen wir Glück und viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. So, und willkommen beim ersten Signal. Schauen wir einfach mal, was es ist. Der Leitwert hier liegt so bei 35 und man muss auch sagen, dass man heute, man kommt zwar gut rein und so weiter, aber man merkt, es wird kälter und der Boden, der friert auch so langsam, wenn das so weitergeht. So, gucken wir mal. So, da haben wir ihn. Einfach mal gucken. So. Hier soll es sein, in diesem Klumpen. Den brechen wir mal leicht auseinander. Aber ihr könnt es sehen und hören. Es ist mal wieder nur dieses Koks. Schöne Leitwerte, aber tja, das ist der erste Fund für euch. Wir sehen uns beim nächsten. So. Nächstes Signal. Schwankt ziemlich, aber mal kurz ein bisschen zur Seite geschoben und dann merkt man auch schon wieder, dass das besser wird. Würde ich auf jeden Fall immer mal empfehlen, wenn das eh so ein lockerer Boden ist, dann einfach mal ein bisschen zur Seite schieben, da die Erdschicht und so, und dann mal gucken, wie das Signal sich dann verhält. Manchmal ändern sie sich ja auch, ne? Beziehungsweise werden dann besser. So. Ich laufe heute auch übrigens wieder mit dem zweiten Programm. Und da muss ich sagen, sind die Löcher auch ein bisschen tiefer. Und es ist draußen. Und jetzt zeigt er mir einen Leitwert um die 84 an. Und der ist auch konstant. Und dann schauen wir einfach mal rein. Zack, und da soll's sein. Ich denke mal, dass das hier wird sein, weil es so schwer ist. Ja. Schauen wir mal zusammen, ob wir da irgendwas erkennen können. Jetzt auf den ersten Blick nicht. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil ich jetzt hier auf den ersten Blick nichts erkenne. Nichts Spektakuläres. Oder? Nee. Nee, leider nicht. Aber falls das was Besonderes sein sollte und sich das später nochmal herausstellt, blende ich das jetzt ein. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bei dieser genialen Atmosphäre hier wieder. Schönste Dämmerung. Ja, kann man nicht meckern, oder? So, auf geht's. So. Neues Signal. Um die 50. Wir schauen zusammen. Mal schauen, was uns erwartet. Und was ich auch unbedingt nochmal sagen muss, ist, dass ich hier auf dieser ganzen Fläche
Also hier vorne und überall schon alles mit dem Discovery abgelaufen bin. Also da bin ich dieses Jahr schon rübergejagt wie sonst was. Und ja, das ist halt so verblüffend, ne? Dass man jetzt hier auch wieder dann neue Signale bekommt. Oh, ist doch nicht draußen. Und ja, was für einen Unterschied das macht, ne, zum Detektor. Und man wird ja auch immer gefragt, ja, was für einen Detektor soll ich mir holen? Ah, ja, es ist ja wirklich nicht einfach, ne? Umso besser das Gerät, umso teurer ist es ja auch und umso mehr findet man. Aber holt euch echt irgendwie am Anfang nicht so ein super teures. Wie gesagt, ich würde den Discovery wieder nehmen. Aber es geht auch sicherlich irgendwie so ein Garrett. Ne? Warte mal. Da haben wir es doch. Ich schätze mal, es wird wieder. Ja. Dieses Gestein hier sein. So. Da haben wir den Übeltäter mal wieder. Koks. Meine Güte. Hier liegt so viel rum von diesem Zeug. Ich hatte letztens so einen riesen Klumpen. Also bestimmt so groß wie die Spule ungefähr. Also das war schon echt gigantisch. Okay, gut. Hoffen wir mal, dass wir noch was Schönes finden. Und ansonsten, ja, ist das eben so, ne? Wir gehen weiter. So, ein neues Signal. Schön konstant. Könnte was Interessantes sein. Mal gucken. So, da haben wir es. Jo. Ich kann es erkennen. Ihr auch? Da, dieses Stimmblättchen von der Mundharmonika. Upsala. Biegen wir das mal auseinander. Das hat keinen Wert mehr. Ja, das hat es wohl nicht ganz geschafft mit dem Biegen. Aber okay. Guck mal, findet man auch immer wieder, ne? Da. Da könnt ihr die einzelnen Rillen erkennen. Okay, gut. Ein schöner Fund, aber. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Ist auch immer ein schöner Indikator. Also, bis zum nächsten Fund. So, das nächste Signal. So. Schöner Wert um die 70. Na, guck mal, ich sehe hier was. Na? Ja, das ist doch passend, oder nicht? Und das andere Teil von der Mundharmonika. Das Stimmblättchen. Eieiei. So kommen die ganzen Teile wieder zusammen. Okay. Gehen wir mal weiter Richtung Sonne. So. Die Sonne geht unter, aber nicht die Funde. Scheint nicht ein großes Objekt zu sein, aber das Signal ist gut. Um die 70. Okay, dann ist es wohl noch ein bisschen drin. Dann helfen wir doch mal nach. So, irgendwie ein bisschen komisch heute, oder? So ohne Emily und so weiter. Aber die wird hier einfach zu dreckig, Leute. Da muss ich wohl eher mit ihr jetzt auf die Wiese, oder? Baden halt, ne? Aber das ist. Das, da habe ich heute keine Lust zu. Das geht so heute nicht. Okay. Ich denke, wir haben's. Warte mal, wir machen mal kurz den Spartaner. So, schauen wir mal. Für Sparta. So. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Oh, hab ich so gut gebuddelt hier. Ja. So, hier soll's sein. Schauen wir doch mal, wa?
Und hier haben wir es. Oh, was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich irgendwie Müll. Aber immer auf Nummer sicher gehen. Da vorne ist irgendwas dran. Ich kann aber noch nicht sagen, um was es sich hier handelt. Ja. Wir bleiben mal dabei. Falls es was Interessantes ist, blende ich es ein. So. Sonne geht unter. Wir gehen noch mal auf die Wiese da drüben. Ich mag das mal. Immer mal wieder ein bisschen die Plätze tauschen und mal quer gehen. Besonders wenn halt nicht so viel, ja, schöne Sachen dabei sind, ne? Vielleicht hat man dann sein Glück woanders. Dann gehen wir mal zusammen, oder? Muss ja auch mal sein, damit ihr hier die Signale alles schön hören könnt und so. Deshalb bin ich jetzt mal kurz ruhig. Oh. Nee, das ist nur Eisen. Nein. Scheint nicht so interessant zu sein. Oh. Nee, viel Eisen, Leute. Viel Eisen. So, okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Fund. So, und der nächste Fund kam recht sauber rein. Ich habe nur noch keine Ahnung, was das hier sein soll. Also, sieht recht interessant aus irgendwie. Könnt ihr das erkennen? Da an der Seite. Boah. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt guck mal, da an der Seite. Könnte vielleicht ein Manschettenknopf sein. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen mit Silber. Keine Ahnung. Aber es sieht ganz geil aus. Schau mal hier. Ich würde mal sagen, das ist ein richtig geiler Fund, oder? So ein Manschettenknopf. Ich hatte schon mal einen und der war aus Silber. Und bei dem, ja, da bin ich mir nicht sicher. Es schimmert auf jeden Fall silbern und so weiter. Aber ob das jetzt wirklich so ist, das kann ich nicht sagen. Aber sieht verdammt gut aus und ich mache es sauber und blende es für euch ein. Und dann würde ich sagen, ab auf die Wiese und wir sehen uns beim nächsten Fund. Das freut mich doch. Wunderbar. Sehr schön. So soll das laufen. Und nicht anders, ne? Hier immer nur schlechte Funde. Das kann ja nicht angehen, ne? Und könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da hinten, da an diesem Baum, da habe ich auch mal diesen großen Ring gefunden. Der war gigantisch. Also hier finde ich auf jeden Fall noch einiges und ja, ich hab's halt auch nicht so weit mit der Anfahrt und somit ist das halt so mein favorisiertes Feld, ne? Oder beziehungsweise meine drei hier. Die finde ich echt gut. Wunderbar. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Ein Manschettenknopf. Würde ich jetzt erstmal behaupten. Mal schauen, was man noch herausfindet. Wir werden's sehen. So. Nicht so lang quatschen, ne? Ach, was mir gerade nochmal einfällt, ne? Seht ihr da hinten dieses kleine Stück Wald? Da war ich letztens hier auf dem Feld da drüben, ja, spät abends sonneln und dachte mir so, oh geil, jetzt drehe ich mal jetzt hier nochmal eine schöne Runde, ne, schön in Ruhe. Und was ist? Dann fahren da plötzlich zwei Fahrzeuge auf das Feld rauf und in verschiedenen Richtungen und so weiter. Und ich habe mich zuerst gewundert, was ist denn das jetzt für ein Kram hier wieder? Und hier stört man mich beim wunderschönen Sonneln auf der Schatzsuche, das geht ja gar nicht. Ja, und da hat jemand irgendwie, ist da sein Hund entlaufen und ist da ein Reh hinterher. Und dann haben sie den gesucht und sind da mit dem Auto da aufs Feld gebrettert. Total bekloppt. Und da kam auch noch der Jäger und so weiter. Die haben mir noch viel Glück gewünscht, so beim Suchen, aber ja, an dem Abend, da ging nicht so viel. Ach ja, so, machen wir das hier mal wieder zu. Geile Sache, ne? Bin ich auch schon 1000 Mal mit dem Discovery rübergelaufen. Ach ja. Ich glaube, das wird noch eine gute Folge, Leute. So, bis zum nächsten Fund auf der Wiese. Mal schauen, was da so geht. Nun sind wir hier mal wieder auf dieser wunderschönen Wiese unterwegs und ich habe hier auch schon das nächste Signal.
Okay. Da soll's sein. Dann gucken wir doch mal zusammen rein. Und wisst ihr was? Damit es ja auch spannend bleibt, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Und zwar im zweiten Teil. Wir wollen ja auch mal nicht so lange Videos machen. Und der Spannungsfaktor muss ja auch mal bleiben. Also seid gespannt, was in diesem Loch sein wird, mit diesem Leitwert. Ich bin gespannt, ich kann es nicht sagen. Aber ich habe eine gute Vermutung. So, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und haut rein.